und einen wunderschönen guten Morgen. Heute machen der Bernd und ich mal wieder eine Fahrradtour. Wir fahren diesmal von Thaleischweiler bis nach Siegelbach. Los geht unsere Tour mal wieder an der Faustermühle am Ende von Thaleischweiler. Kommt mit, begleitet uns! Ja, wir sind jetzt von der Faustermühle aus durchs Walhalber Tal geradelt, vorbei an verschiedenen Mühlen und sind in Walhalben, sind wir jetzt hoch auf den Berg, machen hier einen kurzen Rast und gucken uns mal die Gegend an. Wir sehen hier auf Knopp, auf Martinsö und Gerhardsbrunn. Wir haben ungefähr so eine Stunde jetzt gebraucht und von hier aus geht es weiter Richtung Landstuhl. Thank you.
wir sind jetzt durch Landstuhl gefahren. Von Landstuhl aus ging es weiter Richtung Ramstein-Miesenbach. Und dann sind wir auf den Barbarossa-Radweg gekommen Richtung Weiderbach. Und wir fahren praktisch so um die Airbase hier drumherum. Im Hintergrund sieht man den Zaun und das Sperrgebiet. Ja, es ist jetzt kurz nach 12. Wir sind in Siegelbach angekommen und hier besuchen wir ganz liebe Freunde von uns, die Lisa und den Andreas. Da fahren wir jetzt hin, da gibt es nämlich was Feines zum Mittagessen. Jetzt sind wir ganz an unserem Ziel angekommen. Wir sind hier an der Kirche in Siegelbach und da wohnen auch Lisa und Andreas. Und da gehen wir jetzt rein. Hallo. Ja, hallo! Wir haben es geschafft! Komm her, lass dich treffen. Ja, komm rein! Gehen wir rein, ja. Genau. Essen ist fertig. Regal? Nachdem wir uns jetzt hier in Siegelbach bei einem wunderbaren Essen gestärkt haben, geht es wieder zurück, denn wir fahren ja eine Zeit lang und bevor es dunkel wird, wollen wir wieder zu Hause sein. Ja, kommt mit, begleitet uns auch auf unserer Rückfahrt. Hier am Seewoog in Miesenbach, da haben wir eine kleine Rast gemacht und noch leckere Apfeltart gegessen und eine Schildkröte entdeckt. Und jetzt geht's weiter Richtung Miesenbach und dann zum Sigginger Mühlenradweg. Hier in Miesenbach verlassen wir den Barbarossa-Radweg und gehen jetzt auf den Sigginger Mühlenradweg. Hinschbach am Rosenbrunnen sind auch wunderschöne Rosen, die jetzt noch blühen. Und die Lisa, die verlässt uns jetzt, die fährt jetzt wieder zurück nach Siegelbach und wir fahren weiter den Sigginger Mühlenradweg. Es geht jetzt Richtung Bann. Musik.
Kinsbach aus ging es erst den Berg hoch, dann wieder runter nach Bann. Dann sind wir durch Bann durchgefahren, dann wieder den Berg hoch nach Oberanbach. Jetzt geht es wieder runter ins Tal. Schildern nachgefahren und haben festgestellt, dass wir doch nicht nach Oberanbach kommen. Wir fahren jetzt Richtung Weselberg, schön im Abendsonnenschein, und dann geht es weiter. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Durch Weselberg sind wir jetzt durchgefahren und jetzt geht es weiter Richtung Weihermühle. Sind wir wieder unten im Tal. Es geht immer sehr schnell. Wir sind jetzt an der Weihermühle angekommen und fahren von dort aus wieder nach Hause zurück nach Thalheischweiler-Froschen. Wenn wir so eine Tour gemacht haben, bin ich immer ein bisschen müde. Ja, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!